Neumonat, neue Rossmann-Neuheiten. Ich habe wieder zugeschlagen und spektakuläre Produkte für euch rausgesucht. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr. Die erste Woche des neuen Monats ist für mich immer die liebste Woche, denn da geht es für mich wie eigentlich jeden anderen Tag, aber da ganz besonders nochmal speziell in die Drogerien und ich schaue, was gibt es Neues, damit ihr wirklich die neuesten Produkte kennt und selbst entscheiden könnt, lohnt sich das? Ist das vielleicht was für euch oder ist das nichts? Wir haben Food, wir haben Pflege, wir haben Sonnenschutz. Make-up habe ich dieses Mal Tatsache noch nicht. Dazu gibt es demnächst ein separates Video, aber ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und starten direkt. Ich glaube, wir fangen mal mit den langweiligen Produkten an, aber bevor wir das tun, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Kanal ein Abo da lasst, falls ihr darauf Lust habt. Ich lade mindestens dreimal die Woche hoch und ich würde mich freuen, wenn ihr zur Familie dazugehören würdet. Ich habe zwei Tees. Ich bin ja im Moment in so einer kleinen Challenge für mich selber, mehr zu trinken. Gerade weil ich so viel unterwegs bin, bin ich immer so ein bisschen vertrocknet. Sagen wir so. Ich trinke meistens, wenn ich unterwegs bin, einfach viel zu wenig und probiere dann, wenn ich hier bin, ganz, 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 ganz viel zu trinken. Und da ich nicht so Lust auf nur Wasser habe, probiere ich immer irgendwas mit reinzumachen. Ich trinke keine Softdrinks, so wie Cola oder Fanta, meistens wirklich immer nur Wasser oder Tees und habe jetzt hier zwei kalte Tees gefunden. Einmal von Teekanne Frio, kalt aufgießen, Kokosnuss-Hibiskus, ein Pink-Drink-Style. Das war ja vor 2 Jahren, glaube ich, total viral. Und den soll man einfach in kaltes Wasser geben. Es gab mal von Starbucks den Pink Drink und sie haben hier sogar das darauf hinbezogen produziert. Frio-Kokosnuss-Hibiskus mit Wasser aufgießen, gefrorene Himbeeren dazugeben, mit einem Schuss Kokosdrink verfeinern. Und dann hast du dieses Starbucks-Getränk. Das riecht wirklich genauso. Das ist ein Hibiskus-Tee mit so einem Schuss Kokosnuss und das schmeckt so, so lecker. Gerade wenn es so super, super heiß ist, ist das so ein Getränk, was ich ganz gerne mal trinke. Ohne Zucker. Hier ist kein Zucker mit drin, nur Kokosnussaroma und aromatisierter Früchtetee. Das heißt, du hast einfach Wasser mit ein bisschen Geschmack und kriegst so vielleicht etwas mehr Flüssigkeit zu dir. Genauso wie der schwarze Tee Eistee Pfirsich, Kaltaufguss mit fruchtigem Pfirsichgeschmack. Auch das könnte etwas sein, um einfach so ein bisschen mehr zu trinken. Habe ich jetzt einfach mal mitgenommen. Ich mag Eistee ganz gerne, aber halt ohne Zucker. Ich probiere wirklich so wenig zusätzlichen Zucker, wie es nur geht, zu mir zu nehmen. Und so einen Eistee würde ich mir niemals kaufen. Früher, ich weiß noch, mein bester Schulfreund, da gab es zu Hause immer diesen Eistee in diesem Kanister. Habe ich mir noch nie in meinem Leben gekauft, würde ich glaube ich auch nicht machen. Aber das könnte vielleicht etwas sein, um so ein bisschen mehr was zu trinken. Und gerade jetzt, wenn die Temperaturen endlich steigen, eine großartige Sache. Apropos, die Temperaturen steigen. Ihr wisst es, ich bin euer Sonnenschutzbeauftragter und ich werde nicht aufhören, euch von Lichtschutzfaktoren und Sonnenschutz zu erzählen, bis alle Lichtschutzfaktor tragen. Und das dauert noch ein bisschen. Deswegen verzeiht mir, dass wir immer wieder über Lichtschutzfaktor reden, aber ich sehe es an meiner eigenen Haut selber. Wenn ich mal 2 Wochen lang keinen Sonnenschutz trage und ich viel draußen bin, die Sonne scheint oder selbst wenn die Sonne nicht aktiv scheint, ich merke den Unterschied in meiner Haut und langfristig freue ich mich natürlich auch, wenn meine Haut einfach gesund bleibt. Und Rossmann hat einen kompletten neuen Aufsteller aufgestellt. Bei DM gibt es auch einen mit Sonnenschutzprodukten. Jetzt passend natürlich zum Jahreszeitenwechsel. Ich habe mich hier für den Sun-Ozon Sonnenschaum entschieden. Der ist sehr ergiebig, 24 Stunden Feuchtigkeit, Sofortschutz und wasserfesten Anführungszeichen. Natürlich musst du es dann aufbauen. Fand ich aber ganz spannend, gerade wenn es ein bisschen schneller gehen muss. Du hast eine recht große Verpackung mit. Hier sind insgesamt 200 Milliliter mit drin und es kommt ein Schaum mit raus, ähnlich wie so ein Duschschaum. Sehr, sehr weich, fühlt sich so ein bisschen an wie eine Mousse. Ich liebe den Geruch von Sonnencreme. So ein Parfum, was nur nach Sonnencreme riecht, wäre natürlich auch spannend. Es zieht sehr, sehr gut ein. Es lässt sich unglaublich gut verteilen und du hast ein ganz weiches Gefühl. Nicht so dieses schmierige, sondern einfach, als hättest du dich gerade eingecremt und es riecht so toll nach Sonnencreme. Ich finde, es müssen mehr Produkte rauskommen, die einfacher sind zu benutzen, damit auch mehr Menschen einfach Sonnenschutz benutzen. Und das könnte etwas sein, was ich sehr, sehr gut benutzen kann, gerade am Körper. Da bin ich doch immer so ein bisschen nachlässiger. Ich gucke jetzt gerade mal, ob man das auch im Gesicht benutzen kann. Geringe Auftragsmengen reduzieren die Schutzleistung erheblich. Also ihr müsst wirklich immer eine Menge auftragen. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist zu viel, ist es wahrscheinlich immer noch zu wenig. Auch Sonnenschutz, bla bla bla. Hier steht jetzt zumindest nichts, dass man es nicht im Gesicht benutzen soll. Nur halt den Kontakt mit den Augen vermeiden. Ich gebe euch da mal ein Update, wie ich damit klargekommen bin, ob ich den gut und gerne benutzt habe, aber das gibt es jetzt neu. Es gibt ganz, 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 ganz viele Produkte. Auch so ein transparentes Sonnenspray mit 30 und 50. Und da muss ich sagen, Hut ab,
Endlich, es hilft, wenn wir oft über Sonnenschutz reden und die Gefahren von Sonneneinstrahlung, dass es jetzt kaum noch Produkte in der Drogerie gibt mit Lichtschutzfaktor 6 oder Lichtschutzfaktor 12. Das kannst du dir sparen. Da kannst du dir auch dein Gesicht mit Nivea-Creme eincremen und hast genau denselben Lichtschutzfaktor. Geht mindestens mit 30 bitte. Ich habe noch was mitgenommen, was vielleicht wirklich endlich mal etwas sein könnte, was eventuell so riecht wie die verlorene Kirsche. Isana hat ein Duschgel rausgebracht und eigentlich kaufe ich diese Duschgel nicht, weil ich nicht so das Gefühl habe, dass die mich wirklich sauber machen. Meistens trocknen sie so ein bisschen die Haut aus. Aber es gibt halt auch die Situation, wo ich einfach nur mal so ein Feeling haben möchte. Ne? Da möchte ich mich einfach nur gut fühlen und so eine Aromatherapie haben. Und es gibt jetzt hier die Cherry Delight Creme Dusche mit sanftem Duft nach Kirsche und Kirschblüten. Und Freunde, das riecht nach der verlorenen Kirsche von Onkel Tom. Ein bisschen cremiger, aber eine tolle Idee, um einfach so ein bisschen vorzubereiten. Ich würde mir wünschen, und das ist kein großer Akt für die Drogerien, wenn es die Düfte auch als Parfums geben würde, oder als Haarparfums. Das riecht fast, ich sag mal, 2 zu 1, so wie Onkel Toms verlorene Kirsche. Also wenn ihr den Duft mögt, sehr cremig, sehr kirschig, sehr fruchtig. Auch so, dass es mir gefällt. Ich bin ja nicht so die Fruchtmaus, außer Lost Cherry von Tom Ford, was ich über alles liebe. Aber da habe ich mich sehr gefreut. Ne? Weil es gab mal, vor einer Weile gab es mal so ein Duschgel, da haben alle gesagt, das riecht wie die verlorene Kirsche, aber es hat ge Weiß ich nicht, es hat nach Kirschkompott gerochen oder so. Oder nach so einer, nach Fallobst. Apropos Fallobst. Ich schaue mittlerweile liebend gerne in der Parfumabteilung in der Drogerie vorbei und ich habe etwas gefunden von Spirit. Habe ich noch nie was von gehört. Auf Cashmere and Musk. Das klingt toll. Jasmin, Tonkabohne, Tuberose, Amber, Musk und Vanille. 14 Tonnen Plastik durch unsere neue Verpackung gespart. Okay, das klingt erstmal gut. Es ist ein Eau de Parfum. Und Packaging schlicht. Es hat 4,99 € gekostet. Da erwarte ich nichts. Und der erste Sprayer. Toll. Weich. Du riechst diese ganz leichte Tonkabohne, dieses Warme, das riecht, als hättest du dich wirklich in so einer Decke eingelullt. Und auch auf der Haut riecht es erstmal sehr, sehr gut. Und dann wird es eine kurze Zeit lang, ehrlich gesagt, nicht so schön. Ja, es riecht dann so ein bisschen, als hätte dir ein Bulle auf der Hand gepullert. Na, sehr, sehr herb, aber es wird wieder besser. Es ist ganz verrückt. Gerade bei diesen günstigen Parfums bin ich es nicht gewöhnt, dass sich Düfte so stark verändern. Aber du hast wirklich dieses Weiche. Und das könnte etwas sein, um mal so einen Duft zu kombinieren. Oder so ein nach der Dusche mal schnell den Bademantel vielleicht ein bisschen einsprühen. Oder mal was Leichtes irgendwie mit raufsprühen. Was habe ich hier eigentlich? Es riecht erst sehr warm und sehr weich. Dann wird es etwas herber. Und irgendwann im Laufe des Tages wird das dann auch wieder schön. Für 4,99 €. Okay, es gibt bessere Parfums in der Drogerie, aber weiß ich nicht. Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich will auch nicht einen 400-Euro-Duft an meinen Körper sprühen. Manchmal bin ich es mir nicht. Das klingt doof, manchmal bin ich es mir nicht wert, ne? Aber manchmal, wenn ich weiß, ich gehe jetzt nur zu Aldi Flaschen zurückbringen, dann nehme ich jetzt nicht den 300-Euro Tom Ford Vanilla Schmusi-Duft. Wisst ihr, was ich meine? Dafür ist es vielleicht ganz okay. Ich habe etwas mitgenommen. Ich glaube, das ist nicht neu. Aber ich liebe das. Ich habe das neulich zufällig in München gekauft, als ich bei einem Event war und meine Augen waren so geschwollen. Ich war so viel unterwegs. Ich habe kaum geschlafen die Tage und bin dann in die Drogerie gegangen natürlich und habe das hier gefunden von Garnier. Die Hyaluron Cryo Jelly Antimüdigkeits Augenpatches. Minus 7 Grad Kühleffekt. Ich bin nicht so ein großer Fan von diesen einzeln verpackten Patches. Aber was hier schon mal ganz gut ist, dass hier nicht noch mehr Plastik mit drin ist. Einfach benutzbare Augenpatches sind meistens dann nochmal extra Plastik hier und nochmal ein bisschen Plastik da. Die haben einfach nur diese eine Verpackung, aber die kühlen ohne Kühlschrank. Wenn ihr auf Augenpatch steht, die kühlen und ihr eure Augenpads meistens in den Kühlschrank legt, aber ihr halt nicht, also ich renne nicht mit dem Kühlschrank unterm Arm durch die Gegend. Ich habe viel unterm Arm oder in meiner Tasche, aber keinen Kühlschrank. Die kühlen wirklich. Wahrscheinlich einfach durch dieses Menthol und das Propandiol, aber trotzdem wirklich sehr, sehr gut. Und was mir sehr gut gefallen hat, es hat so ein bisschen abgeschwollen, die Augen sahen danach wirklich frisch und erholt aus und das Make-up darüber hat sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen ist das eine große Empfehlung von mir. Etwas Neues, was ich mitgenommen habe, das fand ich ganz spannend. Viele Brands, viele Marken bringen im Moment Retinol-Produkte raus, unter anderem auch Schebens. Von denen habe ich sehr lange keine Masken mehr gekauft. Die Retinol-Maske, bis zu 41% reduzierte Faltentiefe. Also du wirst jetzt nicht das einmal benutzen und dann hast du 41% weniger Falten. Das ist immer so ein bisschen irreführend. Ich frage mich, wie die Firmen damit durchkommen. Na, klar, durch dieses eine Sternchen. Klinische Anwendungsstudie zeigt nach 4-wöchiger Anwendung. Na,
Also mit dieser Sternchenpolitik bin ich nicht, also ne, mit diesen Sternchen so hier drauf bin ich nicht ganz so fein mit, aber nehme ich einfach, habe ich jetzt einfach mal mitgenommen und ist vielleicht auch eine gute Sache. Das wird jetzt nicht so krass formuliert sein, dass du wirklich viel Effekt hast. Hier steht jetzt aber auch nicht drin, wie hochkonzentriert das Retinol mit drin ist. Das ist für jemanden, der sich damit auskennt, immer so ein bisschen schwierig, aber vielleicht um sich an Retinol zu gewöhnen oder mal so langsam ranzutasten, ist das vielleicht eine ganz gute Sache. Etwas, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist das hier. Und das habe ich ausprobiert und ich habe es sofort geliebt. Das Bübchen SOS Aloe Vera Gel. Das ist für mich extrem gut. Ich habe es gestern schon probiert. Das ist für Babys, für zarte Babyhaut. Ich bin so ein Bübchenmäuschen, ne? Ich habe früher immer Bübchen benutzt, also meine Mama, und ich habe, weiß nicht, so eine Verbindung mit. Das ist ein transparentes Gel mit 90% Bio-Aloe Vera und dann haben wir Glycerin, Wasser, Xanthan-Gum, Pantenol, also recht mild und recht reduziert formuliert, aber eine unglaublich schöne Textur, um sie vielleicht mal so ein bisschen aufzutragen, wenn man sich vielleicht verbrannt hat oder auch als Primer. Das will ich auf jeden Fall nochmal probieren, weil das natürlich eine super günstige Möglichkeit ist. Erstmal hast du hier 75 Milliliter mit drin, du hast Feuchtigkeit, du hast Panthenol, du hast Glycerin, du hast Aloe Vera und es wird so ein bisschen klebrig. Also da bleibt unbedingt up to date auf Instagram oder auf TikTok, damit wir das mal als Primer probieren. Ich habe noch etwas mitgenommen und zwar von Tesori d'Oriente, eine Marke, die ich sehr, sehr gerne mag mittlerweile, habe ich durch meine Mama kennengelernt. Das ist ein aromatisches Parfum Deo. Das ist jetzt die erwachsene Version von Axe, aber Trust and Believe. Oh, das riecht toll. Das ist die Argan-Orangenblüte-Version. Orange, ganz leicht, die läuft da hinten irgendwo lang, aber das riecht pudrig. Das riecht warm, weich, frisch, nicht so prüde, sondern einfach gemütlich. Und das ist jetzt natürlich für mich nichts, wo ich sage, ich sprühe das auf und dann transpiriere ich nicht, sondern das ist etwas, ich habe schon transpiriert und möchte mich so ein bisschen frischer machen oder einfach mal so zwischendrin. Sehr, 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 sehr schön. Hier sind 150 Milliliter mit drin. Wellness-Rituale für Körper und Sinne. Entfliehe dem Alltag und gehe mit uns auf Reisen. Tesoro d'Oriente, schaut an euch. Ich liebe eure Produkte. Für den Preis unglaublich schöne Düfte. Ne? Duft ist immer eine Geschmackssache, aber die Komplexität der Duftkomposition bei Tesoro d'Oriente ist meiner Meinung nach mit einer der besten in der Drogerie. Und für alle meine Haarmäuse habe ich bei Isana noch das hier entdeckt: die Express-Sprühkur Anti-Frizz oder Frizz mit Arganöl, Barbossaöl, Barbassuöl und Aprikosenkernöl ohne Ausspülen. Ich habe es vorhin schon mal reingesprüht, war jetzt auch nicht so fettig wie beispielsweise diese Glisskur-Dinger und. Ich habe mein Bein noch. Ich habe mir nicht das Bein gebrochen, als ich über den Badezimmerboden gerannt bin. Ja, vielleicht könnt ihr mir da mal so ein kleines Update geben, wie ihr mit diesen Sprühkuren klarkommt. Ich mache meistens Sprühkuren wirklich am letzten Tag, wenn meine Haare schon so durch sind, bevor ich sie wasche. Mache dann ganz, ganz viel mit rein. Einfach, weil es für mich immer so ein bisschen einfacher ist, das Ganze zu benutzen als so eine Maske oder so. Der Duft gefällt mir aber sehr, sehr gut. Ist vegan, ohne Mikroplastik. Fand ich ganz spannend. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Vielleicht habt ihr ja was Schönes entdeckt. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Folgt mir unbedingt, damit ihr keine weiteren Produkte aus der Drogerie verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.